Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lumtro-Video und damit herzlich willkommen hier aus dem Feuer. Ja, das Ganze wirkt ein bisschen bedrohlich, passt aber sehr, sehr gut zum Thema, denn heute möchte ich mit euch gerne über ein Thema sprechen, das mich sehr beschäftigt hat die letzten Tage. Und wenn ich mir so die Kommentare von euch da draußen angucke, unter meinen Videos, unter anderen Videos, auf dem Discord, wo auch immer man etwas lesen kann, es beschäftigt euch auch. Und deswegen lasst uns doch mal gemeinsam darüber reden, unten in der Kommentarfunktion. Wenn du also anderer Meinung bist als ich gleich oder du möchtest dem Ganzen gerne noch etwas hinzufügen oder du möchtest einfach mal deine Ängste und Probleme damit zu diesem Thema loswerden, dann schreib das unten in die Kommentare rein. Ich freue mich sehr darüber und lass uns da einfach mal ein bisschen austauschen und diskutieren. Ich glaube, es betrifft uns alle. Jeder wird es mittlerweile mitgekriegt haben, wir werden uns von dem Aquavista verabschieden müssen. Nun bin ich nicht so der große Fan von dem Film, aber es ist wohl auch der Präziser-Film betroffen, das ist der Dia-Film. Und das trifft mich dann schon sehr hart, muss ich sagen, denn keine Lomo-Kamera ohne den Präziser bei mir. Denn wenn man den crosst, ist das so ein bisschen das Filetstück von Lomographie. Und ja, das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Ich habe noch einen halben Schrank voll da und bin da noch ganz gut ausgestattet, muss ich sagen. Aber wenn das nicht mehr so ist, muss ich mich nach einer ernsthaften Alternative umgucken. Und das ärgert mich schon sehr, muss ich sagen. Und immer dann, wenn ein Film aus einem Laden genommen wird oder aus dem Sortiment genommen wird, kommt in der analogen Szene immer wieder die Diskussion auf, wo soll das Ganze noch hinführen? Oh, schon wieder ist ein Film weg und hat das Ganze überhaupt noch Zukunft? Was passiert hier mit meinem Hobby? Und genau da lasst uns doch mal drüber reden, denn es betrifft fast immer Farbfilme. Wo stehen wir gerade mit unserem Hobby? Und ich glaube, jeder der Kollegen auch beschäftigt sich mit dieser Frage immer mal wieder zwischendurch. Denn das, was wir hier machen, ist ja YouTube über die analoge Fotografie und über Lomographie. Und da gehören natürlich die Filme dazu und da beobachtet man schon sehr stark, was passiert da auf dem Markt gerade. Und wenn wir diese ganze Situation mal einsortieren, haben wir tatsächlich zwei Lager. Einmal die Sofortbildfotografie, die einen unglaublichen Hype erfährt gerade und jede Firma bringt eine Kamera raus, die auf Instax basiert momentan. Oder wir haben die Polaroid-Geschichte, wo aus Impossible plötzlich wieder Polaroid geworden ist. Der Markt scheint sich sehr, sehr zu lohnen. Ich habe einen Artikel gelesen, wo drin stand, dass allein 2017 Fujifilm 7 Millionen Sofortbildkameras verkauft hat. 7 Millionen Sofortbildkameras. Das werden jetzt nicht 7 Millionen SQ10s gewesen sein. Nein, es werden die günstigen Plastikknipsen gewesen sein mit Sicherheit. Aber trotzdem, das ist eine unglaubliche Zahl. Ich habe auch gelesen, dass Fujifilm rund um die Uhr, also 24 Stunden, die Produktion laufen lässt für Instax-Filme. 24 Stunden. Durchgehend Instax-Filme. Der Markt lohnt sich einfach. Der Markt lohnt sich. Und das ist auf der einen Seite sehr, sehr erfreulich. Mir macht es richtig Spaß, damit zu fotografieren. Es bringt mich durch den Winter, es fördert die Kreativität, es fördert den Spieltrieb, gar keine Frage. Die Sofortbildfotografie, da wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch noch ganz viel kommen und ich freue mich da sehr, sehr drauf und möchte das ganz gerne auch auf meinem Kanal hier weiter etablieren und weiter fördern. Aber es hat natürlich auch seine Grenzen. Ich merke das. Ich habe den ganzen Winter über jetzt fast ausschließlich Videos darüber gemacht, was man mit der Sofortbildfotografie alles machen kann und merke natürlich jetzt so ein bisschen, mir fehlt auch die Farbfilmfotografie. Und wenn ich mich daran erinnere, wie ich angefangen habe, so war das so, dass ich mir eine Lasardina gekauft habe und habe mir dann einen Präziser genommen, habe den crossen lassen. Ich habe also mit einer Cross-Entwicklung angefangen, fand die Farben total cool und dann habe ich etwas gemacht, das andere anders machen, das weiß ich, aber ich habe mir nicht eine Kamera gekauft und habe dann gesagt, die kann jetzt bestimmt die Funktion und dann habe ich mir die nächste Kamera gekauft, die eine andere Funktion hatte. Nein, ich bin nach den Filmen gegangen. Ich habe mir Film A geholt, weil der das kann. Ich habe mir Film B gekauft, weil der das kann und wollte immer so gucken, was kann welcher Film. Auf meinem Discord gibt es einen Raum dafür, was kann welcher Film, wo ich euch dazu aufrufe, zeigt mal Fotos von den Filmen, die ihr genommen habt und zeigt mal, was welcher Film kann. Und das hat mich immer fasziniert. Die Vielfalt war zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, das war 2013, war größer als jetzt.
Und ja, das stimmt schon nachdenklich, wenn man jetzt sieht, da geht der nächste Film raus. Was muss sich ändern? Wie ist die Situation jetzt? Ich bin immer ein Freund gewesen von Vielfalt, auch auf dem Markt. Je mehr Farbfilme ich habe, je mehr Unterschiede ich habe, desto mehr kann ich rumexperimentieren, desto mehr kann ich machen und ausprobieren und experimentieren halt. Die Anbieter nehmen aber ihre Filme nicht aus Spaß vom Markt, sondern sie begründen es, vor allem Fuji begründet es, mit sinkender Nachfrage. Und gerade jemand wie mich beschäftigt das dann schon, der eigentlich seinen Kanal damit angefangen hat, Menschen dazu zu bringen, mit der analogen Fotografie zu beginnen, junge Menschen dazu zu bringen. Und hat das nicht geklappt? Doch, es hat geklappt. Ich habe ganz viele Rückmeldungen von euch da draußen bekommen, dass ihr angefangen habt, analog zu fotografieren durch meine Videos. Und so geht das den Kollegen von nebenan auf YouTube auch. Gehe ich von aus. Aber trotzdem scheint irgendwie das nicht zu reichen für den Markt. Und das stimmt mich als Anbieter von Videos in diesem Bereich dann doch nachdenklich. Und wenn ich mich dann damit beschäftige und schaue mich mal bei den Kollegen so um und schaue mich um, was in den Zeitungen so abgebildet ist und was auf Instagram gepostet wird, dann fällt einem schon auf, dass wenn analoge Sachen gepostet werden, die Mehrzahl eigentlich schon schwarz-weiß ist. Und jetzt die Frage, bildet das tatsächlich den aktuellen Markt wieder? Müssen wir vielleicht einfach uns mal wieder mehr darauf konzentrieren, Farbfilme zu kaufen? Wenn ja, machen wir. Machen wir ganz viele Videos darüber und animieren euch dazu, anzufangen, wieder Farbfotos zu machen. Aber mache ich das nicht eigentlich? Wenn ich mir meinen Kanal angucke, sehe ich ganz, ganz viele Farbfotos. Ich glaube, 90% meiner Fotos, die ich hergestellt habe für diesen Kanal, bestehen aus Farbfilmen. Sehr wenig Schwarz-Weiß. Und trotzdem experimentieren viel mehr Menschen da draußen mit Schwarz-Weiß-Filmen. Machen wir uns unser eigenes Hobby vielleicht kaputt? Sind wir nicht genug Leute, die vielleicht Marktmacht haben? Ich glaube auf jeden Fall, dass die Zukunft im Nachwuchsbereich steckt. Denn seien wir mal ganz ehrlich, Leute, die sich früher schon mit der analogen Technik beschäftigt haben, die werden das ein paar Jahre noch machen und dann aus natürlichen Gründen nicht mehr tun können. Und dann ist die Frage, was bleibt dann über? Und ich weiß durch Leute da draußen aus meiner Community, dass sie durch die Schule herangebracht wurden, teilweise auch, weil man Foto-AGs noch hatte. Ich war ja völlig perplex, dass es noch Foto-AGs heutzutage gibt. Aber ich habe zum Beispiel einen in meiner Community, der mir gesagt hat, er durfte das komplette Labor, glaube ich, mit nach Hause nehmen, weil einfach mal die Foto-AG aufgelöst wurde, weil er keinen Lehrer mehr hatte, der das Ganze anbietet. Da gab es dann auch ganz schnell Rückmeldungen von anderen Schülern, auf dem Discord war das, glaube ich, die Diskussion, und die das Gleiche gemeldet haben, die auch gesagt haben, ja, hier gibt es auch keine Foto-AG mehr und es wird aufgelöst. Und da ist die Frage, wie kommen wir mehr an den Nachwuchs ran? Müssen wir attraktiver werden? Müssen wir mit unseren Videos attraktiver werden? Das frage ich mich wirklich. Auch als Anbieter dieser Videos frage ich mich das natürlich sehr. Was muss ich verändern, um vielleicht noch mehr den Nachwuchs zu fördern und junge Menschen, die früher mit der analogen Fotografie nichts am Hut hatten, dahin bringen? Natürlich wäre es hilfreich, wenn wir 30 Farbfilme hätten und hätten eine große Bandbreite und neben ihren iPhone- und Android-Handy-Fotos könnte man dann auch noch gleichzeitig sich ein bisschen rumexperimentieren mit diesen Farbfilmen. Wenn ich jetzt aber nur noch eine Handvoll Farbfilme habe, und so viel sind es ja noch nicht mal mehr, wenn man die Effektfilme rauslässt, dann fällt das schon schwer, das Ganze attraktiv zu gestalten. Und da müssen wir gucken, wie machen wir das in Zukunft? Ich frage mich das sehr. Wenn wir uns erinnern, Lomographie hat ja eigentlich mit diesem System so angefangen. Die haben ja mal eine junge Nische quasi angesprochen, indem sie alles als sehr hip gemacht haben. Es war ja so mehr so Hipster-Fotografie am Anfang.
und haben dann aber irgendwann festgestellt, nö, wir ändern mal die Taktik, weil bei den anderen ist der Markt größer, und haben dann angefangen, Objektive zu verkaufen und den Schritt hin zur Digitaltechnik auch mitzunehmen und haben so ein bisschen die Seele am Anfang verkauft, ne? Aber sie sind noch da, sie sind noch da. Und da ist wirklich die Frage, wie machen wir das in Zukunft? Was müssen wir in Zukunft machen, um neue Leute mit ranzunehmen? Und da ist natürlich auch gefragt, derjenige, der jetzt gerade vielleicht 17, 18, 19 ist, der vielleicht seinen Leuten einfach mal erstens unsere Videos zeigt, herzlichen Dank an der Stelle, aber auch einfach mal seinem Nachbarn in der Schule eine Kamera rüberschiebt und mal sagt, hier, probier mal aus. Von mir aus auch eine Sofortbildkamera, die dann dazu führt, hier, ich habe auch noch so eine. Aber wir brauchen Nachwuchs in dieser Geschichte. Wir müssen das Ganze noch attraktiver gestalten, noch moderner vielleicht sogar gestalten. Fände ich wichtig. Fände ich wichtig. Mit dem Hintergedanken sind meine Vlogs entstanden. Ich habe gedacht, ich nehme euch mit durch meine Vlogs, durch meine Fototouren und zeige euch, statt wie andere das machen, die digitalen Fotos, zeige ich euch meine analogen Fotos, die während der Touren entstehen. So ist das Ganze entstanden und ich dachte, das wäre schon relativ modern und es hat ja auch einige Leute herangezogen und zieht es auch immer noch. Aber da muss irgendwie noch mehr kommen, glaube ich. Es gibt, glaube ich, nicht die Lösung. Das wird es nicht geben. Ich glaube, ein Lösungsansatz wäre schon der, der mich schon immer gestört hat. Also das Problem hat mich schon immer gestört. Und das ist, wir müssen, glaube ich, endlich aufhören, analog und digital komplett immer nur zu trennen. Es gibt immer noch Leute, ich finde immer noch Kommentare im Internet, die sagen, die analoge Fotografie ist die wahre Fotografie. Das ist Bullshit momentan. Das ist einfach Bullshit. Ja, die analoge Fotografie findest du nicht in irgendwelchen Zeitungsregalen oder findest du nicht bei Saturn um die Ecke. Das ist einfach nicht mehr die Realität momentan. Und ich fände es einfach sehr, sehr schön, wenn nicht die eine Sache das andere ausschließen würde. Aber wenn du dir meine ganz alten Videos anguckst, das habe ich damals schon gesagt und ich habe es damals schon nicht begriffen, warum man das immer so strikt voneinander trennen muss. Nein, miteinander, miteinander. Ich muss es kombinieren und ich muss gucken, dass ich meine moderne Technik, die ich habe, kombinieren kann mit der alten Technik. Das wäre gut. Ich glaube, die analoge Fotografie ist doch vor allem deswegen heutzutage populärer geworden, in Anführungsstrichen, weil ich meine Ergebnisse digitalisieren kann, ich sie bearbeiten kann und sie den sozialen Netzwerken zur Verfügung stellen kann. Also haben wir doch schon beides miteinander vereinbart. Und trotzdem sieht man immer noch die Hardliner, die beides voneinander getrennt haben wollen. Die sagen, Schwarz-Weiß-Fotos digital, sowas gibt's gar nicht, das ist doof. Und nee, das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Und da müssen wir irgendwie eine andere Lösung finden, wie wir damit umgehen. Ihr merkt, ich habe da so meine Gedanken zu und ich werfe viele Fragen in den Raum, die mich wirklich beschäftigen. Und deswegen, ich möchte mit euch da unten diskutieren. Unbedingt, weil es mich wirklich nicht loslässt und weil es mich ja auch irgendwie als Anbieter ein bisschen beschäftigt. Und dementsprechend, ja, brauche ich euch da mit euren Anregungen auch und euren Gedankengängen nochmal unten in den Kommentaren. Ganz, ganz wichtig. Ich glaube aber auch fest daran, dass wir in 3, 4, 5, 6 Jahren immer noch mit Film fotografieren werden. Denn gucken wir uns doch mal zum Beispiel die APS-Technik an. Die Filme kriegst du heute noch auf eBay nachgeschmissen. Sie werden so schnell nicht vom Markt kommen. Auch den Precisa wird man bei eBay noch finden und den Aquavista wird man bei eBay auch noch finden. Was ganz klar ist, die Preise werden nicht sinken, sondern sie werden wahrscheinlich noch mehr hochgehen. Das trifft natürlich dann wieder die junge Generation auf jeden Fall. Diese Diskussion hatten wir ja schon mal. Wenn du das Video nicht gesehen hast, ich verlinke dir das mal da oben in der Ecke, kannst du dir noch mal gerne anschauen. Ich bin gespannt, wo die Reise hingehen wird. Aber ich glaube, eine Sache ist ganz wichtig. Wir dürfen uns unser Hobby nicht versauen lassen und wir dürfen uns die Laune nicht verderben lassen. Wir machen einfach weiter. Wir machen einfach weiter mit unserem Hobby und wir fotografieren einfach und kaufen Filme und verschießen diese Filme auch. Vielleicht achten wir ein bisschen mehr darauf, dass wir Farbfilme kaufen und dass wir Farbfilme mal wieder benutzen und mehr in Farbe fotografieren. Vielleicht lasse ich mir das ein oder andere Farbfilmprojekt auch nochmal einfallen.
Wenn euch das Ganze gefallen hat, vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Schreibt unten in die Kommentare rein. Nochmal, ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Und wir lesen uns dann unten in den Kommentaren und sehen uns im nächsten Video wieder. Vergesst nicht, noch ein Abo da zu lassen. Das hilft meinem Kanal extrem. Und ja, ich glaube, wir, die für euch die Videos produzieren, sorgen irgendwie auch ein bisschen dafür, dass dieses Hobby moderner wird. Ja. Ich glaube schon. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und schießt Film. Ich sag's jetzt auch mal. Schießt Farbfilm. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.